Rund 280 ICE-Züge unterschiedlichster Baureihen sind heute im deutschen Fernverkehr anzutreffen. Sie steuern im Rahmen von der Z30 im Fahrplan angegebenen Linien sowie zwei ICE-Sprinterlinien etwa 180 Bahnhöfe in Deutschland, aber auch einzelne in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien und den Niederlanden an. Vor über 28 Jahren, genauer gesagt am 2. Juni 1991, fiel der Startschuss für den ersten deutschen regulären Hochgeschwindigkeitszug. In dieser Dokumentation möchte ich euch die Geschichte, die Spezifikationen der einzelnen Baureihen, die unter der Gattung ICE fahren bzw. fuhren und die Zukunftsvision der Deutschen Bahn bezogen auf den ICE näher bringen. Viel Spaß! Der Intercity Express, kurz ICE, wird in Generationen gegliedert. Zurzeit sind vier Generationen sowie der ICET, der als Zubringer bzw. Ergänzung für das ICE-Netz beschafft wurde, auf den Schienen unterwegs. Die Züge unterscheiden sich unter anderem in den technischen Details und der Optik. Angefangen hat die Erfolgsstory ICE mit dem Prototyp Intercity Experimental, der am 26. November 1985 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Bereits Anfang der 1970er Jahre begann die Forschung und Entwicklung des schienengebundenen Schnellverkehrs. So wurde unter anderem vom Bundesministerium für Forschung und Technologie bis zum Jahre 1990 450 Millionen D-Mark bereitgestellt. Davon flossen ungefähr 70 Millionen D-Mark in die Entwicklung des ICE. Der ICE Experimental setzte neue Maßstäbe im deutschen Eisenbahnverkehr. So stellte er unter anderem am 26. November 1985 zwischen Gütersloh und Hamm einen neuen Weltrekord für Drehstrom-Schienenfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 317 km pro Stunde auf. Der ICE Experimental war zwar ein Versuchszug, jedoch wurde der Zug auch zu Präsentationsfahrten, unter anderem im regulären Intercity-Betrieb, eingesetzt, um Fahrgaststudien durchzuführen. Auch diente der Zug, der damals als Prestigeobjekt galt, für einige Sonderfahrten. Der ICE Experimental diente dazu, aus den Forschungsergebnissen optimale Hochgeschwindigkeitszüge für die Jahre nach 1990 zu entwerfen. Am 1. Mai 1988 stellte der Prototyp erneut einen Rekord für Schienenfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 406,9 km pro Stunde auf. Im September 1987 investierte die Bahn nach Einigung mit der Politik schlussendlich in 82 Triebköpfe und im Juli 1988 in 482 Mittelwagen mit einem Kaufpreis von insgesamt 1,8 Milliarden Mark. 1990 folgten 19 weitere Garnituren. Die Bahn sah bereits 1985 vor, die Züge im Jahre 1991 auf zwei Linien zwischen Hamburg und München sowie zwischen Hamburg und Basel über Frankfurt am Main einzusetzen. Der ICE gilt als Nachfolgeprodukt des IC und sollte daher auch in Sachen Komfort punkten. So wurde unter anderem der Sitzabstand und die Wagen vergrößert. Ebenso wurde Wert auf verstellbare Sitze, besonders breite Einstiege, breite Mittelgänge, automatisch öffnende Innen- sowie per Knopfdruck öffnende Außentüren, weniger Bestuhlung, eine Klimaanlage mit indirekter Belüftung, Garderoben, Schließfächer, Telefonzellen in der ersten und zweiten Klasse, ein Audiosystem mit 8 Kanälen an allen Plätzen sowie Videobildschirme an manchen Plätzen beider Klassen gelegt. Außerdem gab es erstmals ein Fahrgastinformationssystem, Servicetasten für die erste Klasse und reine Raucher- bzw. Nichtraucherabteile. Für die Wartung der neuen Züge wurde das ICE-Werk Hamburg-Eidelstedt eröffnet. Im ICE wurden unter anderem der von Bombardier entwickelte Drehstromantrieb, der aus der Baureihe 120 bekannt ist, elektronische Fahr- und Bremssteuerung und eine zuginterne Datenübertragung per Lichtwellenleiter verbaut. Am 29. Mai 1991 wurde der ICE durch den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe feierlich eingeweiht. Am 2. Juni 1991 fuhr dann der erste reguläre ICE um 5:53 Uhr in Hamburg-Altona nach München ab. Die Baureihe 401, die erste Generation. Die erste Generation des ICE umfasst immer zwei Triebköpfe der Baureihe 401 und 12 Mittelwagen der Baureihen 801 bis 804. Wegen der Länge des Zuges von insgesamt 358 Metern wurde keine standardmäßige Kupplung verbaut. Aktuell sind 58 der insgesamt 60 beschafften Fahrzeuge der DB im Einsatz. Der ICE1 verfügt über insgesamt 703 Sitzplätze. Davon befinden sich 197 in der ersten Klasse.
Aktuell befinden sich ca. 72% der Plätze im Handybereich und 28% im Ruhebereich und dies in beiden Klassen. Außerdem bietet der ICE1 24 Plätze im Familienbereich. Der ICE1, der eine Spitzengeschwindigkeit von 280 km pro Stunde bietet, wurde 2005 grundlegend modernisiert. So entstand die Einrichtung, wie wir sie heute kennen. Eine Garnitur besteht aus drei gemischten Erste-Klasse-Wagen der Bauart AVMZ 801. Hier findet man Abteil- und Großraumplätze vor. Der erste ist ein Handywagen, danach folgt ein Ruhewagen und wieder ein Handywagen. Jetzt kommt ein reiner Erste-Klasse-Großraumwagen der Bauart APM BSZ 801. Hier findet man auch ein behindertengerechtes WC, Wickeltische, ein Familienabteil sowie Rollstuhlplätze vor. Weiter geht's mit dem Bordrestaurant bzw. Bordbistro der Bauart WS MZ 804. Jetzt kommt ein gemischter 2. Klasse Wagen der Bauart BVMZ 802. Auf diesen folgt ein einzelner reiner 2. Klasse Großraumwagen der Bauart BP MZ 802. Zum Schluss reihen sich noch 5 gemischte 2. Klasse Wagen der Bauart BVMZ 802 in die Garnitur ein. Die 2. Klasse besteht aus 5 Handywagen und 2 Ruhewagen. Die Ruhewagen sind gemischte Wagen. In den 1. Klasse Wagen befindet sich in jedem Wagen ein geräumiges WC. In der 2. Klasse sind auf demselben Platz 2 WCs untergebracht. Die Baureihe 401 hat ein Einsystem-Elektromotor. Vereinzelte Garnituren sind mit dem Zugsicherungssystem ETCS ausgestattet. Damit ist ein Einsatz in der Schweiz möglich. Die Baureihe 402, der ICE 2. Siemens und Adtranz bauten zwischen 1995 und 97 44 Triebzüge sowie 2 Reservetriebköpfe und einen Reservesteuerwagen für die Deutsche Bahn. Der ICE 2 besteht aus einem Triebkopf der Baureihe 402, 6 Mittelwagen der Baureihen 805 bis 807 und einem Steuerwagen der Baureihe 808. Anders als der ICE 1 verkehrt der ICE 2 nicht als Langzug, sondern als Halbzug und kann mittels der Scharfenbergkupplung zu einem Vollzug zusammengestellt werden. Alle ICE 2 Züge wurden zwischen 2010 und 2013 modernisiert. Dort wurde unter anderem das Sitzkonzept angepasst. Der ICE 2, der insgesamt 381 Sitzplätze bietet, ist ausschließlich auf innerdeutschen Strecken unterwegs. Oft verkehrt er als Doppeltraktion auf nachfragestarken Strecken und als Halbzug auf weniger frequentierten Verbindungen. Außerdem werden die ICE 2 Doppeltraktionen oft im Regelbetrieb geteilt. Der Zug bietet 106 Sitzplätze in der ersten und 275 Sitzplätze in der 2. Klasse. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt wie beim ICE 1 280 km pro Stunde. Die Züge sind im BW Berlin-Rummelsburg beheimatet. Vereinzelt kamen auch Fahrzeuge des ICE 1 in ICE 2 Garnituren bzw. Fahrzeuge des ICE 2 in ICE 1 Garnituren zum Einsatz. Der ICE 2 bietet seinen Reisenden im Gegensatz zum ICE 1 ausschließlich Großraumwagen. In allen Wagen außer dem Steuerwagen sind Schließfächer vorhanden. Es reihen sich 2 Erste-Klasse-Wagen der Bauart APMZ 805 in den Zugverband ein. Jetzt folgt das Bordrestaurant bzw. Bordbistro der Bauart WRM BSZ 807. Danach gesellt sich ein sogenannter 2. Klasse-Servicewagen der Bauart WPM BZ 806 in die Garnitur ein. In diesen befinden sich 2 Rollstuhlplätze, ein Familienabteil sowie für Familien reservierte Sitzplätze im Großraumbereich. Zum Schluss kommen noch 2 2. Klasse Wagen der Bauart WPMZ 806 und der Steuerwagen der Bauart WPM ZF 808. Der ICE 3. Die Deutsche Bahn verfügt über insgesamt 80 Triebzüge der Baureihen 403, 406 und 407. Alle 3 Baureihen fallen unter die Bezeichnung ICE 3 und wurden zwischen 1997 und 2012 gebaut. Die Baureihen 403 und 406 unterscheiden sich optisch äußerlich nicht. Allerdings unterscheiden sich manche Wagen in ihrer Inneneinrichtung. Die Baureihe 406 ist die Mehrsystemvariante der Baureihe 403 und kann daher auch im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr eingesetzt werden. Die Baureihe 406 kommt demnach mit 4 europäischen Stromsystemen zurecht, wohingegen die Einsystemtriebzüge der Baureihe 403 ausschließlich im nationalen Fernverkehr zum Einsatz kommen. Zurzeit kommt die Baureihe 406 überwiegend auf Verbindungen nach Brüssel und Amsterdam zum Zug. Die Baureihe 403 wurde in 2 Bauserien an die DB ausgeliefert. Die erste Serie, die 37 Triebzüge umfasste, nahm 2000 den Betrieb auf. Die 13 Triebzüge der zweiten Serie wurden 2004 in Dienst gestellt.
und mit dem schnellsten Zug der Deutschen Bahn, der in der Spitze 330 km pro Stunde schafft, auch ins Ausland fahren zu können, nahmen im Jahr 2000 13 mehrsystemfähige Triebzüge der Baureihe 406 den Betrieb auf. Beide Baureihen haben eine Länge von 200 Meter, eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 330 km pro Stunde, 8 Wagen und eine Leistung von 8000 kW. Außerdem verfügen sie über einen Unterflurantrieb. Das bedeutet, dass der Antrieb auf verschiedenen Achsen des Zuges verteilt ist, somit gibt es nun keine Triebköpfe mehr. Um die ICE-3-Familie zu vervollständigen, kommt jetzt die Baureihe 407 ins Spiel. 17 Triebzüge wurden von Siemens für die Deutsche Bahn produziert. Diese Baureihe unterscheidet sich optisch stark von den anderen ICE-3-Baureihen, da der alleinige Hersteller Siemens einige Patente von Bombardier nicht übernehmen konnte. Die Baureihen 403 und 406 waren eine Gemeinschaftsproduktion von Siemens und Bombardier. Die Baureihe 407 ist ein Mehrsystemzug und kommt auf Linien nach Frankreich zum Einsatz. Weitere Auslandszulassungen stehen zurzeit noch aus. Die Baureihe 407 wird vom Hersteller unter der Bezeichnung Velaro D, D steht für Deutschland, geführt. Umgangssprachlich wird diese Baureihe auch als neuer ICE-3 bezeichnet. Der erste neue ICE-3 rollte 2013 planmäßig auf deutschen Schienen. Der neue ICE-3 wird für alle Verbindungen nach Frankreich und auch für einzelne ICE-Verbindungen im deutschen Binnenverkehr eingesetzt. Hinzu kommt die Besonderheit, dass die Baureihe 407 der erste ICE-Typ war, der einen fahrzeuggebundenen Hublift für Rollstuhlfahrer an Bord hat. Die Baureihe 407 besitzt eine Länge von 301 Metern, eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 320 km pro Stunde, 8000 kW Leistung, 8 Wagen und einen Unterflurantrieb. Alle ICE-3-Baureihen können Doppeltraktion fahren. Allerdings steht für die Baureihe 407 die Zulassung für eine Doppelgarnitur in Frankreich noch aus. Jetzt möchte ich die ICE-3-Baureihen miteinander vergleichen. Ausgehen tue ich hierbei vom Redesign der Baureihen 403 und 406. Die Baureihe 403 verfügt über insgesamt 450 Sitzplätze. Davon befinden sich 101 in der ersten und 349 in der zweiten Klasse. Die Baureihe 406 verfügt über insgesamt 419 Sitzplätze, davon befinden sich 93 in der ersten und 326 in der zweiten Klasse. Die Baureihe 407 verfügt über insgesamt 444 Sitzplätze, davon befinden sich 111 in der ersten und 333 in der zweiten Klasse. Alle drei Baureihen verfügen außerdem über ein Kleinkindabteil und Familienbereiche in der zweiten Klasse. Die Baureihen 403 und 407 verfügen über zwei Rollstuhlplätze in der zweiten Klasse. Die Baureihe 406 verfügt dahingehend über einen. Der neue ICE-3 besitzt zusätzlich in der zweiten Klasse einen Hublift. Alle drei Baureihen verfügen über insgesamt 8 Wagen. Nachfolgend ist eine Übersicht der Wagenreihung und deren Besonderheiten gegeben. Der ICE-4. Kommen wir nun zum Flaggschiff im deutschen Fernverkehr. Die Baureihe 412, auch bezeichnet als ICE-4, ist der neueste und innovativste Zug der Deutschen Bahn. Neben einer Spitzengeschwindigkeit von 250 km pro Stunde verfügt das neue Rückgrat der DB über Fahrradstellplätze, ein innovatives tageszeitabhängiges Beleuchtungssystem sowie über die neueste WLAN- und Telefonietechnologie. Der preisgekrönte Zug verfügt über ein aerodynamisches Design und einen ressourcensparenden Antrieb. Somit ist der ICE-4 auch in Sachen Umweltschutz Vorreiter. Mit den neuen Sitzen kann man nur noch angenehmer reisen. Diese verstellen sich nämlich nicht nach hinten, sondern gleiten in den Sitzrahmen. Somit wird der Hintermann nicht gestört. Auch wurde an ausreichend Stauraum für die Gepäckablage gedacht. Außerdem verfügt der ICE-4 über 4 Rollstuhlplätze, 2 Hublifte und ein taktiles Leitsystem. Reisende können sich außerdem über ein überarbeitetes Fahrgastinformationssystem freuen. Die Deutsche Bahn stellt bis zum Jahr 2025 137 ICE-4-Triebzüge in Betrieb. Die DB wird schlussendlich über 37 siebenteilige, 50 zwölfteilige und 50 dreizehnteilige Einheiten verfügen. Die zwölfteilige Variante befindet sich seit 2017 im Regelbetrieb. Im Dezember 2020 soll die siebenteilige Version folgen. Die zwölfteilige Version besitzt 6 sogenannte Powercars. Im Gegensatz zum ICE-3 sind beim ICE-4 nicht mehr alle Wagen angetrieben. Dies mindert die Qualität des Zuges keinesfalls. Er verfügt über eine Leistung von 9900 kW.
Die zwölfteilige Variante ist mit seinen 346 Metern ein Langzug und kommt daher nicht als Doppeltraktion vor. Aktuell kommt der ICE4 nur im innerdeutschen Fernverkehr zum Einsatz, oft auf stark frequentierten Verbindungen. Die meisten Garnituren verfügen allerdings über eine Auslandszulassung in der Schweiz. Im ICE4 finden 830 Reisende einen Sitzplatz, davon befinden sich 205 in der ersten und 625 in der zweiten Klasse. In der zweiten Klasse befindet sich außerdem ein Kleinkindabteil, Kinderwagenstellplätze, 4 Rollstuhlplätze und 16 für Familien reservierte Sitzplätze. Hier habe ich die planmäßige Wagenreihung einer 12-teiligen ICE4-Garnitur mit den Bauartbezeichnungen dargestellt. Der ICE-T. Wie zu Beginn dieser Dokumentation bereits kurz geschildert, wurde der ICE-T als Zubringer bzw. Ergänzung für das ICE-Netz im Jahr 1999 in Betrieb genommen. Die Deutsche Bahn verfügte über insgesamt 59 siebenteilige Triebzüge der Baureihe 411 und 11 fünfteilige Traktionen der Baureihe 415. In den ersten Planungen sollten die neuen Züge als Intercity und anfangs sogar als Interregio verkehren, wurden später jedoch zum ICE umgezeichnet. Die Garnituren der Baureihe 411 sind im ICE-Werk München und die Züge der Baureihe 415 im ICE-Werk Frankfurt-Griesheim beheimatet. Der ICE-T zeichnet sich durch seine sogenannte Neigetechnik aus. Damit kann sich der Wagenkasten in Kurven ähnlich wie ein Motorradfahrer zur Seite neigen. Deshalb eignet sich der Zug besonders auf kurvenreichen Strecken, da diese nur mit höherer Geschwindigkeit befahren werden dürfen. Die fünfteilige Variante der Baureihe 415 beinhaltet ein Bordbistro und die siebenteilige Variante der Baureihe 411 zusätzlich noch einen Restaurantbereich. Zudem besteht die Möglichkeit, am Zugende in den Steuerwagen zu gucken und die Arbeit des Lokführers zu kontrollieren. Der ICE-T war der erste Zug der Deutschen Bahn, der keine Triebköpfe mehr besaß. Der Zug verfügt erstmals über einen Unterflurantrieb. Der Zug aus der Produktion von den Herstellern Siemens, Bombardier und Alstom erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km pro Stunde mit einer Leistung von 3000 bzw. 4000 kW. Der ICE-T wurde in zwei Serien ausgeliefert. Die erste nahm im Jahr 1999 und die zweite 2005 bis 2006 den Regelbetrieb auf. 5 Einheiten aus der ersten Bauserie der Reihe 411 sind für den Betrieb in der Schweiz ausgerüstet. Früher war sogar die gemeinsame Kupplung mit einem ICE-3 oder ICE-TD möglich. Diese Funktion ist heute allerdings aufgrund von inkompatibler Software nicht mehr nutzbar. Der ICE-T verkehrt hauptsächlich auf Altbaustrecken und nicht auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, da die Trassierung der Altbaustrecken üblicherweise mehr Kurven aufweist. In der ersten siebenteiligen Bauserie finden 359 Reisende einen Sitzplatz. Davon finden sich 55 in der ersten Klasse. In der zweiten Bauserie, die wie die erste 185 Meter lang ist, finden 376 Menschen einen Sitzplatz. Davon befinden sich ebenfalls 55 in der ersten Klasse. Die fünfteilige Variante ist 133 Meter lang, in ihr finden 250 Fahrgäste einen Sitzplatz. 41 Reisende finden einen Erste-Klasse-Sitzplatz. Nicht-Eisenbahninteressierte können den ICE-T leicht mit dem ICE-3 verwechseln. Hier habe ich die planmäßige Wagenreihung aller drei Varianten mit der Bauartbezeichnung zusammengestellt. Im Fahrplanjahr 2020 fahren außerdem auf 7 ICE-Linien ehemalige lokbespannte Metropolitan-Garnituren. Da der Metropolitan Gegenstand einer Extra-Dokumentation sein wird, werde ich hier auf diese ehemalige Fernzuggattung nicht näher eingehen. Zum Schluss kommen wir zur bis jetzt einzigen ehemaligen ICE-Baureihe, die Baureihe 605, wurde auch als ICE-TD bezeichnet und war der erste und einzige Diesel-ICE der Deutschen Bahn. Der vierteilige Triebzug war praktisch ein dieselangetriebener ICE-T, da der ICE-TD auch über eine Neigetechnik verfügte. Insgesamt wurden von Siemens und Bombardier 20 Fahrzeuge für die Deutsche Bahn gebaut. Der ICE-TD war der schnellste Dieseltriebzug in Deutschland mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km pro Stunde. Bis 2017 wurden alle im Dienst verbleibenden ICE-TD-Züge ausgemustert. Der ICE-TD war sehr störungsanfällig und so ist ein längerer Betrieb dieser Züge für die DB nicht wirtschaftlich.
Zwei Triebzüge wurden 2018 von der DB Systemtechnik übernommen und sollen als Versuchsträger wieder in Betrieb genommen werden. Seit November-Dezember 2018 ist der erste Triebzug als Advanced Train Lab unterwegs. Der zweite soll bald folgen. Einige Garnituren wurden verkauft. Die übrig gebliebenen sollen ab Dezember 2019 verschrottet werden. Die Deutsche Bahn kündigte 2015 an, die ICE-Flotte bis 2030 auf 360 Züge auszubauen und 150 zusätzliche Fahrten pro Tag anbieten zu wollen. 150 Fahrten, die heute mit IC-Zügen stattfinden, sollten in das ICE-Netz integriert werden. Im Jahr 2030 sollten etwa 120 Millionen Zugkilometer erbracht werden. Dafür hatte die Deutsche Bahn im Mai 2011 einen Rahmenvertrag für bis zu 300 Züge vergeben, die ab 2016 zunächst die bisherigen IC-Züge ersetzen sollten. Zwischen 2020 und 2026 sollten 80 bis 120 neue ICE-Züge in Betrieb genommen werden. Zunächst sollten die am 4. Dezember 2015 vorgestellten Züge nun ab Dezember 2017 die ersten 12-teiligen ICE-4 den bisherigen Bestand vergrößern und ab 2020 mit 7-teiligen Zügen die lokbespannten ICs ersetzen. Nach Plänen aus 2016 sollten auf absehbare Zeit alle neuen ICE-Triebzüge ausschließlich aus dem ICE-4-Rahmenvertrag abgerufen werden. Ab etwa 2022 sollten die IC1, ab 2028 auch die IC2 durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Diese Pläne zur langfristigen umfassenden Umstellung der ICE-Flotte auf ICE4 sind 2019 mit der Vorstellung der Pläne für die Einführung des Deutschlandtakts hinfällig geworden, denn dieser verlangt zum notwendigen minutengenauen Einhalten der Taktzeiten einen umfassenden Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mindestens 300 km/h, womit der für maximal 250 km/h zugelassene ICE4 ungeeignet ist. Die Deutsche Bahn erwägt daher im Sommer 2019 eine neue, am ICE3 orientierte, neue Generation von Hochgeschwindigkeitszügen zu beschaffen. Das Unternehmen kündigte im September 2019 an, kurzfristig 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge für 300 km/h auszuschreiben, die ab Ende 2022 in Dienst gestellt werden sollen. 2022 sollen damit 380 ICE-Züge im Einsatz sein. Die Züge sollen vor allen Dingen auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main sowie zwischen München und Berlin zum Einsatz kommen. Laut Vorankündigung sollen bis zu 90 je 300 bis 320 km/h schnelle und mit einer Baureihe 407 kuppelbare Hochgeschwindigkeitszüge im Gesamtwert von 2 Milliarden Euro beschafft werden. Bei zukünftigen Neuausschreibungen im Fernverkehr soll ein ebenerdiger Einstieg gewährleistet werden. Das war meine Dokumentation über den Intercity Express. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern und bei allen, die mir Videomaterial zur Verfügung gestellt haben. Danke und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.